So, willkommen auf dem Video auf meinem Channel. Ich habe gesagt, ich bringe meinen Channel wieder so ein bisschen ins Leben. Heute mein Gast Steve Bentin, mein Teamkollege. Freue ich mich, dass er Zeit gefunden hat für mich. Und wir werden heute eure Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Freie Schnauze, ich habe sie mir vorher nicht durchgelesen, wie immer. Wir werden dabei spontan darauf antworten. Feuer frei, würde ich sagen. Kann man naturell überhaupt etwas erreichen, fragt der Simon. Ja, Simon, dann bleibst du halt naturell, das ist alles. Erreichen und erreichen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn du jetzt von einer Wettkampfkarriere redest, mit dicken, großen Muskeln, nein. Und wenn du Freizeitsportler sein willst oder in irgendeinem Pseudo-Fake-Netty-Verein starten willst, dann ja, versuch's. Wichtig ist, dass du den Sport liebst und machst, ob du Netty bist oder nicht. Aber die Illusion, dass du mal ein guter, erfolgreicher Wettkampfathlet wirst, never. Wenn man nicht wächst, hauptsächlich auf Kohlenhydrate achten, sinnvoll? Fragezeichen. Willst du darauf antworten? Da haben wir sicherlich zwei verschiedene Meinungen. Würde ich jetzt nicht. Also ich würde sagen, wenn man wachsen will, dann reden wir von der Off-Season. Ja. Und in der Off-Season habe ich tatsächlich nur überschlagen so mitgezählt und habe nur darauf geachtet, dass ich Kalorienüberschuss habe und natürlich die sinnvollen Kohlenhydrate mitbekomme aus Nudeln, aus Kartoffeln überwiegend, Brot, Reis, also das volle Gedeck und davon immer viel. Richtig. Nicht wiegen, nicht machen, nicht genau. Gar nichts. Rinnenschädel, bis du denkst, der Ranzen explodiert. wenn du nachts vom Kotzreiz aufwachst, dann hast du alles richtig gemacht. Ich glaube, es ist nicht nur. Klar, Kohlenhydrate, ich meinte aber wegen, dass er nur die Kohlenhydrate ändern müsste, glaube ich. Hochfahren müsste. Ich glaube, da muss man ja nicht nur. Also, da nützt ja nichts, wenn du, weiß ich, 1000 Gramm Kohlenhydrate frisst und frisst nur 150 Gramm Eiweiß. Das ist als 120. Ja, muss ja auch darauf achten, dass er schon das Eiweiß auch hochhält. Aber ich kann vielleicht mal nochmal, um das zu vervollkommnen, die meisten Leute, die die Frage stellen, die trainieren nicht richtig. Die machen so ein Schwuli, ihr müsst mal richtig trainieren, richtig hart. Also nicht richtig mit den richtigen Übungen, sondern einfach richtig hart. Findet mal eure Eier und dann bekommt ihr ja schon automatisch Hunger. Und dann fressen. Und das ist eigentlich so, dann wächst ihr auch, ne? Zumindest so weit, was euer genetischer Index zulässt. Wird Steve Ratschläge von dir annehmen in Bezug auf Vorbereitung? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die beantwortet er selber am besten. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Wir sind doch in deinem Video, ja. Ja, also müsst ihr mein Video gucken. Ja, aber. Ja, seine Meinung ist gefragt, Heiko, komm jetzt hier, der hat deine Meinung gefragt, wird Steve... Also ich denke mal, nee, die Fragen sind an uns beide gestellt, aber... Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht beantworten, weil wir noch nie zusammen gearbeitet haben und deswegen kann ich nicht sagen, ob er annimmt oder nicht. Geht um Ratschläge jetzt, ne? Ich hoffe es. Einige Ratschläge habe ich aber früher doch schon, wo wir bei GN noch waren, habe ich auch einige angenommen, öfter. Na, dann hast du es ja beantwortet, ja. Okay. Also wie gesagt, ja, es gibt ja ältere GN-Videos, wo wir bei GN noch Athleten waren. Gab es da noch ältere Videos, wo wir, ich weiß noch, ein Training war auch ganz geil, weil da haben wir Beine trainiert im Fire-Gym. Das war ganz, hat Spaß gemacht auch. Und da, wie du sagst, auch wie du gerade vorher sagtest, haben wir ein gutes, hartes Beintraining gemacht. Kniebeuge, glaube ich, haben wir gemacht. Beinstrecken, weiß ich noch, da hast du auch so Dropsets mit mir gemacht und so, da war schon... Ja gut, da hast du ordentlich reingehauen. Ja, hab ich auch ja, also wie gesagt, ich denke mal, weil Steve mir da auch ein Stück weit vertraut, weil ich ja jetzt auch keine Piepe war in dem Sport, dass er da die eine oder andere Sache sich dann annehmen wird. Ich hoffe es, also ja. Beinpresse haben wir noch gemacht da an diesen... Was war so was, Stefan noch? Ja, Stefan, aber Beinpresse weiß ich noch. Dann hast du so verschiedene Arten. Das war schon alles so. Da, wie gesagt, gegen sowas spreche ich auch gar nichts. Sage ich gar nichts. Aber mit diesen ganzen ultra langsam, also wo sie manchmal dann so dieses, was ja heute so in ist da, wo du immer siehst, wie sie alle einzeln hier nur, ja. Das, wie du sagst, dieses ganze. So ein Blödsinn würde ich mit dir so nicht das Ganze extrem verkomplizieren und ultra langsam nur und Muskelgefühl nur, weißt du? Du bist ja auch der Verfechter vom schweren Training einfach auch. Ja, und der Vorteil ist ja bei dir, dass du ja eine sehr gute Genetik mitbringst und damit schon mal die halbe Miete drin ist und dann müsste man einfach nur mal was verändern. Eigentlich müsste ich doch gar nicht trainieren. Was? Eigentlich müsste ich doch gar nicht trainieren. Nächste Frage. Ich gucke mir mal ein Training von dir an. Ja. Ne, dann sehe ich ja, was ich verbessern würde oder könnte. Ich quatsche auch nicht rein. Ich gucke mir einfach mal ein komplettes Training an. Du machst es so wie immer, machst es dann nicht für mich. Oder einfach so trainieren wie immer und dann, das macht glaube ich am meisten Sinn, wenn man vielleicht erstmal so anfangen, oder können wir uns ja mal unterhalten und dann beim nächsten Training
kann ich ja dann mal sagen, ja, ein bisschen korrigieren. Richtig, so machen wir es. Einmal ein Wort, Digga. Gibt es immer noch ein halbes Kilo Flocken zum Frühstück? Auf gar keinen Fall. Die stehen doch hier, Alter. Du hast sie doch mitgebracht. Ja, die wolltest du gleich frühstücken. Das sind doch gar nicht meine. Das sind die von dem, dem Stimmimitator. Ich kenne die nicht. Nee, definitiv nicht, weil mein Verdauungstrakt das gar nicht mehr umsetzen würde. Und ich bin ja, wie gesagt, nicht am Aufbauen. Ich arbeite gegen Abbau oder für Erhalt. Und deswegen macht das in meinem Fall gar keinen Sinn. Das ist für Leute, die aufbauen wollen. Und wer im Schwergewicht ein bisschen was reißen will, der sollte das tatsächlich mal versuchen, eine Zeit lang zu machen, jeden Tag eine Packung früh. Dann seid ihr richtige Männer, alles andere ist Kindergeburtstag. Welcher Bodybuilder hat dich am meisten inspiriert und warum? Zu meiner Zeit war es tatsächlich Dorian Yates. Ronny kam ja erst danach, wo ich dann schon mit dem Sport auch angefangen hatte. Obwohl Ronny war auch mein absoluter Held bis jetzt. Aber so richtig, wo ich das Gut & Blood und so gesehen habe, das Video von Dorian Yates, das ist schon so meine Abteilung gewesen, auf jeden Fall. Ne, Lee Haney fand ich auch geil. Das hat mich so inspiriert, so auch den Sport mit anzufangen. Ja, die Top-Champions halt, da gab es sicherlich noch einige mehr. Und das ist damit beantwortet, glaube ich. Wie alt ist denn Coleman? Coleman müsste so alt wie ich sein, ne? Ja. 55? Okay. 54, 55? Und Dorian ist doch älter sogar? Bitte? Ist Dorian sogar älter, ja? Dorian müsste älter sein, ja. Echt, ja? Ja, eigentlich hast du recht, vom Ding ist eigentlich schon, ne? Ja. Mann, Mann, du. Nein. Zeit vergeht, du Jungs. Scheiße. Ja, schwer und falsch oder leicht und richtig? Also wer leicht und richtig trainiert, ich verstehe die Frage nicht. Ich kann so eine Frage nicht verstehen. Leicht und richtig ist für Freizeitsportler und Schönlinge mit Waschbrettbauch am Strand. Und schwer und falsch ist für Leute, die sich mal entwickeln wollen. Ne? Schwer und falsch gehört dazu. Leicht und richtig, so eine Phasen sind nur ganz, ganz kurz, wenn man mal ein bisschen die Gelenkebänder Sehnen entlasten möchte. Aber das sind ganz, ganz kurze Shots im Trainingsablauf generell schwer und falsch. Mit falsch ist aber auch, wird leider immer falsch verstanden. Falsch abfälschen ist eine Technik. Und das muss man auch erstmal lernen. Und man kann nur richtig abfälschen, wenn man vorher richtig und sauber trainiert hat. Dann kann man ins richtige Abfälschen kommen. Und wenn du das nicht beherrschst und einfach nur an den Gewichten rumzerrst wie so ein Blödi, dann wird das natürlich nichts werden. Also wie gesagt... Ja, wobei immer dieses Schwer und Falsch ist ja immer so eine Ausgangs... wie man es auslegt. Guck mal, du kannst ja so 4, 5, 6 Wiederholungen richtig, halbwegs richtig machen und machst dann zum Schluss 2 falsche. Dagegen spricht ja nichts, oder? Aber was natürlich falsch ist, wenn du natürlich schon beim Bankdrücken die erste Wiederholung falsch machst oder bei irgendwas... Gehst gar nicht runter. Bankdrücken ist ja nur so ein schlechtes Beispiel, da kannst du ja nichts verkehrt machen. Ja, ich sehe da welche Schule, die machen hier so, die gehen bis hier. Na ja, gut, das ist ja dann nicht trainieren. Oder eine Kniebeuge. Ich denke jetzt von zum Beispiel an Schultertraining oder Armtraining, solche Sachen, wo man bewusst abfälschen muss, um die entsprechend schweren Gewichte, wo man damit man schwere Gewichte verwenden kann und einen anderen Reiz auf den Muskel bekommt. Ja, also ein schweres Gewicht ist Grundvoraussetzung für einen großen Muskel. Aber du machst doch jetzt, nehmen wir mal die Bizeps Curls bei den Kurzhanteln. Wie gesagt, da machst du ja meinetwegen die ersten 5 machst du und daher ziehst du doch, wie du schon sagst, fällst du schon so ab, dass du auch richtige. Dann nehme ich Muskelschwung mit rein. Muskelschwung, genau. Ne? Keinen großen Körperschwung, aber Muskelschwung nehme ich damit rein. Sowas, ja. Und solche Sachen sind halt beim Seitheben halt der Klassiker. Genau, ne? Das auch, genau. Schwer falsch ist schon nicht so verkehrt. Wollte ich gerade sagen, ja, das ist ja. Um ehrlich zu sein. So und lustig. Leicht und sauber sagt ja eigentlich schon, da ist ja die Aussage schon in einer Frage getroffen worden. Leicht und falsch, das ist was für Piepen. Das leicht ist und richtig, welche, die, leicht und richtig. Das ist für Typen, die leicht sich die Fußnägel lackieren. Das ist nichts für Bodybuilder. So, weiter. Leicht und richtig. Ich trainiere jeden Tag eine Muskelgruppe, das aber wie eine Wildsau. 30 bis 40 Sätze. Ist das okay? Also ich persönlich finde es gut, wenn das dann in einem Sechser-Split ausartet, weil rein theoretisch musst du ja das Bein dann teilen, in vorn und hinten, weil du das dann nicht an einem Tag schaffst. Aber ich habe nach demselben Prinzip gearbeitet
Und das hat definitiv funktioniert bei mir. Ne? 40 Sätze, was hat er pro Muskel? 30 bis 40 Sätze pro Muskelgruppe. Eine Muskelgruppe trainiert er jeden Tag 30 bis 40 Sätze. 30, 40 Sätze, Arbeitssätze, richtig. Also wenn du richtig arbeitest, richtig hardcore, richtig... Wir reden mal von Beine und von Kniebeuge. Hört sich abenteuerlich an, aber, schon heftig, Alter. Aber bei 30 Sätzen war ich auch ja, so gewesen. Arbeitssätze, ja. Richtig. Ja, richtig, ja. Volle Kanne knallen. Hast du also 5 Sätze Kniebeuge gemacht? Mehr. Mehr, immer mehr. Ja. Klar. Wie lange ging deine Beintraining denn? 2,5, 3 Stunden, ja. 2,5 Stunden meistens. Okay. Aber siehst du, weil du gerade sagst, Jens hat ja genau im Gegenteil gemacht. Ja. Er hat ja nur einen Satz gemacht. Aber der hat ja nicht so gute Beine gehabt wie ich. Nein. Die Beine, das war wirklich jetzt kein Scheiß. Eigentlich Beine waren ja wirklich gut. Weil es macht ja auch Spaß. Das war wirklich gute Beine. Also ich hab da tatsächlich, komischerweise, ich und Rühl, ja, da decken sich unsere Aussagen immer. Mhm. Wir haben ja trainiert, auch weil es uns so Spaß gemacht hat. Ja, ja. Das ist immer mehr. Und die Arbeitssätze, wenn du an dem Peaksatz warst, wo die anderen nur einen von machen, davon haben wir dann den 5 gemacht. Weil immer geguckt, ob wir uns noch um eine Wiederholung steigern können. Und selbst wenn es nicht so war, selbst wenn ich dann droppen musste, dann war das immer noch ein Arbeitssatz für mich. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Also ich habe da trainiert wie eine Wild, so einfach. Ja. Und also dann, eher wie du willst, ne, 40 Sätze habe ich bei Armen bekommen, weil 20 Bizeps, 20 Trizeps, das ist ja jetzt auch nicht schwer. Ja, das geht ja noch. Aber jetzt bei Brust oder Rücken, da war ich dann auch immer so bei 25, 30 Sätze so. Ja, doch, das funktioniert schon. Musst dann natürlich dementsprechend fressen und dir genügend Stoff reinballern, dass du dich auch wieder erholst, also dass du regenerierst und dann sollte das mit dem Wachstum. Ne, wenn man natürlich 30, 40 Sätze nur Hula Hoop macht und denkt, man trainiert wie eine Wildsau, das ist ja der Unterschied, weil fast alle PTs, die ich habe, die denken, die trainieren wie eine Wildsau und dann, ja, dann sehen sie mal, dass sie halt nicht so trainieren, wenn sie bei mir sind, dass das ganz weit weg von richtigem Training ist. Ne, das findet alles im Kopf statt. Deswegen denkt nicht immer alle, ihr trainiert hart, weil wenn ihr alle hart trainieren würdet, dann würdet ihr alle richtig geil aussehen. Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Oder ich will auch nicht immer euer Training abschmälern. Aber die Erfahrung, die hat es halt gezeigt, in den PTs, die ich gebe, da kommen die Superheroes hin und die brechen völlig ein in einem Training. Was aber auch gut so ist, weil so wird das Mindset erstmal so ein bisschen geprägt. Und wenn die Schranken aufgehen im Kopf, dann könnt ihr auch marschieren. Hat Steve noch die Chance, nochmal auf der Olympiabühne zu stehen? Ja, hat er. Wie gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen, die wir in seinem Video angesprochen haben, könnt ihr übrigens mal raufgehen bei Steve. Wir haben dort einen Smalltalk gehalten, auch über das Thema. Und ich bin der Meinung, er kann eine Show gewinnen. Man muss ein bisschen pokern, aber er kann eine Show gewinnen und er kann sich qualifizieren. Bin ich der Meinung, ja. Du meinst die Show, wo keiner kommt? Genau, wo alleine steht. Alle. Genau. Wo alle der. Nein, also wie gesagt, auf einer New York Pro wissen wir beide, wird schwer, ja, wenn die richtigen Leute kommen. Ja. Und da das Punktesystem jetzt, obwohl durch das Punktesystem fallen ja nur 3-4 Mann weg insgesamt. So gesehen, ja. Ne? Also, und Steve bereitet sich ja nicht auf den 10. oder auf den 7. oder auf den 5. vor. Steve versucht schon zu gewinnen und gibt sein Bestes. Und das Beste ist halt noch nicht gut genug gewesen, also muss man noch besser sein. Und da spielt, bin ich der Meinung, die Zahl, die jetzt bei ihm im Ausweis steht, nicht so die große Rolle momentan. Weil ich glaube, er hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Aber ein paar Sachen ändern. So weiter. Wie hast du Steve kennengelernt? Wie lange kennt ihr euch schon? Ja, kannst du mal beantworten. Kann man nicht. Boah, du hast so ein besseres Gedächtnis. Ich kann mich erinnern, so, aber du kannst mich ja korrigieren. Ich habe dich das erste Mal gesehen auf der Norddeutschen Meisterschaft. Da war ich aber noch kein Wettkampf-Bodybuilder. Da warst du aber gerade neu Profi geworden. Oder du warst deutscher Meister, aber bist noch nicht bei den Profis gestartet, weiß ich noch. Da hast du bei der Norddeutschen da gesessen. Da warst du noch unten in Haar, wo Peter Paskett auch die Meisterschaft gemacht hat. Wie hieß das da unten? Wie die Halle da, sag mal schnell. Friedrich Ebert? Ja, das war doch da, aber war das Harburg? Hamburg-Harburg? Ah ja, ja. Da unten, und da war das damals, da bin ich aus Schwerin angekommen mit meinen Leuten und die Olaf Kovedarov, kennst du noch wahrscheinlich, der kannte dich ja damals. Wen? Schon. Olaf Kovedarov war damals auch ein Amateurathlet und der kannte und der hat dann irgendwie da gesagt, hier, das, der nächste, der ist sehr massig, der ist massiger als Markus Rühl, wurdest du damals gesagt so. Und da war ja auch 150 Kilo und da hast du da gesessen und hast Nudeln gegessen, aber so eine Tupperdose, die war ungefähr so, weiß ich noch. So habe ich dieses Heiko das erste Mal wahrgenommen. So, und hast irgendwie Nudeln gestopft. Und hast dich auf so einen Tisch, der so am Rad, ich glaube, da haben sie vorher, wo sie die Waage gemacht haben oder so. Mhm. War so ein Tisch an der Seite. Und da hast du dich so aufgesetzt und da hast du deine, da habe ich dich wahrgenommen das erste Mal. Es war eine Pause von der Veranstaltung.
Und dann habe ich die Veranstaltung geguckt und dann haben sie sich, glaube ich, auch einmal kurz auf die Bühne gerufen und kurz vorgestellt, dass du demnächst bei den Profis startest und so. Irgendwie. Lass das 1999, 98 oder 2000? 98 bin ich international deutscher Meister geworden. So. 2000 habe ich die Pro-Card gekriegt. Dann passt es so in dem See. Ja, siehste. Da habe ich Heiko das erste Mal wahrgenommen und dann habe ich Heiko kennengelernt bei Micha Käppner auf der FIBO, glaube ich, haben wir uns dann das erste Mal so richtig, wo wir da am Stand waren. Genau. Beide da. So, da haben wir öfter ein bisschen so. Da hast du dann bei Micha Käppner am Stand gestanden ein bisschen und hast Autogrammstunden gegeben und auch so für Fans und so. Und ich war ja auch da ein bisschen gestanden öfter mal. Da war ich 24, muss ich gewesen sein. Ich kann mich dran erinnern. So, da habe ich das erste Mal mit Heiko da so, haben uns erstmal kennengelernt. Waren wir soweit auch ganz gut klargekommen sofort, war lustig so. Und ich weiß, da gibt es auch so ein Foto, wo du hier Bizep machst und so. So ein hohes Ding da gehabt noch. Und ich dann auch daneben so. Ich glaube, ich war noch Junior oder so und habe gerade Wettkampfvorbereitung gehabt oder so. Dann nachher kam so das richtige Kennenlernen durch unseren Freund Stefan Riemschneider. Genau. So ein bisschen. Und dann habt ihr mich ja so, dass wir uns mal so richtig, naja, so richtig eine Freundschaft daraus entstand, war dann her auch, glaube ich, wo ihr euch mich in Schwerin besucht habt damals. Wo ich dann nachher von Schwerin. Das legendäre Video gedreht haben. Genau. Bei McDonald's, da wo wir da sitzen und wo er auch schon erzählt hat, wie er das damals betrieben hat und so. Und dann, das war 2016, war es, weiß ich noch genau. Da bin ich ja. Zeit vergeht. Ja, genau. Und dann bin ich ja 17. Ja, oder du hattest ja 16, bis dato warst du ja auch ein bisschen dann weniger von dir zu hören und zu sehen bei Bodybuilding. Und dann kamst du ja durch dieses Video ein bisschen wieder rein und haben uns ja getroffen. Und dann kam es noch so, dass ich in Fit One angefangen habe zu arbeiten, du dann angefangen hast da zu trainieren und ich dann, glaube ich, mit Matze Busse über Team Andro haben wir noch dieses Haferflocken-Video gemacht. So kam das, oder? Wir haben vorher uns im Hooters, kannst du dich erinnern? Ja. Dort hast du mich quasi eingeladen zu einem Video. Da nee, das war schon, das war danach. Aber nee, die Haferflocken-Video, das kam danach, glaube ich. Nein, die war davor. Bist du sicher? Hooters war mit Jaco doch. Ja, ja. Nee, das war danach. Jaco war ich doch, guck mal, die Haferflocken-Challenge war ich noch bei ESN. Bei Matze, oder Team Anno, beziehungsweise. Die Haferflocken-Challenge war 2016, 17 war die. Aber weiß ich noch ganz genau. Kannst du mal nachgucken. Alter, ich hab schon Alter, Mann. Ja, wie du schon sagst, du hast nicht so das gute Gedächtnis da. Also da war es auf jeden Fall 16 oder 17 war es so. Da haben wir dann mit Matze Busse über Team Anno, dem Kanal, haben wir damals die Haferflocken-Challenge noch in dieser Küche gemacht. Das da bin ich gerade frisch eingezogen. Da war hier noch die Bella gewohnt in dem Zimmer. Da war ich ja hier Das ist dann noch die Farbe immer von 2017? Die kannst du ja mal wegschmeißen, weil die ist jetzt hart. Kannst du ja, ja, das ist doch gut. Ist doch beim Wettkampf, beim Bodybuilding auch gut. Aber passen wie ein paar Hanteln hin. Ja, siehst du, gerade naja, jedenfalls 2016 haben wir noch die Haferflocken weggeknallt mit Matze Busse zusammen. Und dann haben wir danach, sind wir dann so durch Stefan mehr und mehr im Gym, im Fit One in Berührung gekommen. Oder ich habe da gearbeitet, dann kam es ja fast täglich da vorbei und dann haben wir dann ja gesagt, wir machen öfter zusammen Videos. Da hast du ja auch Videos mit Stefan noch damals zusammen gemacht, dann deinen Kanal eröffnet dann und dann sind wir zusammen bei GN da losgelegt. Ich weiß noch, FIBO war auch zum Beispiel lustig. Ja. Und dieses Jahr, dieses Jahr kommt das Besuchen auf der FIBO wieder hier hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Das wird spaßig so, ne? Das war so unser Kennenlernen oder wie wir es so würde ich sagen, ne? Oder was? Nächstes. Rudern am Kabelzug mit vollem Stretch oder ausschließlich Spitzenkontraktion fokussieren? Ja, du weißt, was er meint. Er meint diese zwei, also die eine Variante ist ja voller Stretch, so wie es Arnold Schwarzenegger gemacht hat früher in seinem Video. Der ist ja auch nach vorne so gegangen. Und dann so. Neigo Kalbach. So, hä? Ja, auch. Und dann gibt es ja die neue Variante, ist ja mehr so gerade bleiben und nur hier so Training machen. So ein bisschen, ja, die meinen, dass du mehr so den Rücken leicht noch einkürzt und aus dem, also mit diesen McGriffs ziehst und mehr so leicht und, wie war das? Leicht und richtig trainierst. So. Ja, leicht und richtig. Also das hat zum Beispiel ich gesehen bei Manuel Bauer auch. Und Manuel Bauer hat es auch vielleicht von, den kennst du auch, von dem, ja, auf jeden Fall, der war, also der ist auch gut, und immer noch gut, sieht immer noch gut aus. Der zieht auch, der hat so ein paar Techniken, so, wo also man mehr das Muskel. Ich bin auch so ein Verfechter eigentlich von, gerade bei Anfängern, wie es heutzutage genannt wird, Full Range of Motion, also den ganzen Weg und voll aus dem Stretch ziehen, weil wenn der Muskel aus der kompletten Dehnung arbeiten muss, hast du den ganzen Arbeitsweg und der bekommt die Möglichkeit, sich komplett zu entwickeln. Wenn du dann eine gewisse Muskelmasse aufgebaut hast, kannst du dann auch mit Teilwiederholungen arbeiten. Aber generell für euch zählt meiner Meinung nach aus dem Stretch arbeiten. Da mache ich das ja auch richtig. Wenigstens was. Wenigstens etwas, oder?
Wer würde im Ring gewinnen? Wer hat den dickeren Ärmel? Im Ring? Im Ring gewinnen wahrscheinlich so boxkampfmäßig. Im Ringen. Wir haben ja wieder schon mal geboxt, das wissen ja viele gar nicht. Doch, ja, das Video gewinnen. Das Video gibt es doch auf unserem Kanal. Also ich kann euch eins sagen, pass auf, zu dem Boxkampf ganz kurz. Ich hatte einen Glückstreffer, einen Wurzelbaum gemacht, aber dann ist er gegangen wie eine Maschine. Also viele unterschätzen den Steve hundertprozentig. Den kannst du locker auf die Straße in eine Keilerei schmeißen. Da hat er Spaß dran. Genau. Und das sieht man ja auch, dass er Eier hat, sieht man ja einfach daran, an der Mexiko-Aktion. Viele werden weggerannt. Steve hat gegen die Macheten-Boys da gekämpft. Ja gut, okay. Das war auch nicht so, das war Boys das Richtige. Sancho und Pancho. Ja, aber wer ist in Sao Paulo richtige Gangster gewesen? Wahrscheinlich ja, aber wie gesagt, das, Machete und die sind ja nicht ohne. Ja, auch wenn die erst noch klein sind. Die legen auch Leute um, die haben die gar keine Schmerzen mit. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen da. Und dann nicht wegzurennen und die Situation zu meistern, das zeigt so ein bisschen was über seinen Charakter. Ne? Also er ist immer, Steve wird immer oft mit seinen Blödeleien reduziert auf so die Kasper. Aber wenn es hart auf hart kommt, also wenn ich jetzt Stress draußen hätte und ich wüsste, Steve ist neben mir, hätte ich ein gutes Gefühl, um ehrlich zu sein. Yeah, Bro. Ne? So muss es sein. Alles cool. So ist es. Wie steht Steve zu Mike Sommerfeld? Die Frage ist ja nur an mich gerichtet. Nee, steht auch gut. Hatte Mike letztens auch beim William hat er das auch schon gesagt. Wir sind alles wieder gut. Also wie gesagt, ich bin ja auch nicht oder wie du auch schon sagtest in deinem Video, ich bin ja auch nicht nachtragend. Alles gut. Ich bin erwachsen. Wir sind das stimmt tatsächlich. Der Steve Menschen. Ist wirklich nicht nachtragend. Ja? Also er versucht immer, selbst wenn es Beef gab, versucht er immer dann. Er macht meistens den ersten Schritt, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Das ist, muss man auch erstmal bringen, sowas. Ne? Also als Charakterzug gar nicht so verkehrt. Obwohl Mike da den ersten Schritt gemacht hat. Hat er auch schon im Video gesagt. Das sieht doch besser das aus. Das ist jetzt nicht so, also ich sag mal, auch dazu, um das mal zu klären, ist nicht nur wegen Smile Rocks so, sondern das ist auch schon, wir haben es ja vor Smile Rocks, bevor er zu uns ins Team kam, auch schon auf Olympia. Du warst live dabei, hast ja doch gefilmt. Und habe ich Mike ja auch begrüßt und habe gesagt, alles Gute für den Wettkampf, siehst gut aus, hab deine Videos vorher gesehen und deine Shootings da und so. Bist auf dem besten Wege. Und wer da Beef, würde ich an ihm vorbeigehen oder sagen, du Arsch oder weiß ich was so. Also, ja, du weißt ja, ne? Also, nee, passt schon, denke ich mal. So, auf jeden Fall, alles gut. Auch da, wenn er jetzt demnächst mal nach Hamburg kommt, Schleichwerbung. Machen wir gerne zusammen Schleichwerbung zu dritt. Übrigens, Clear Isolat bei Kalle. Kalle 10, Kalle 12, Kalle 15, Kalle 20. Clear Isolat? Ja. Oder Vision Way? Du sagst ja Vision Way. Du isst doch mehr das Vision Way. Ach, das ist ja Clear. Das ist Clear. Ich dachte, das ist das Vision Way. Welche Geschmacksrichtung Clear? Na hier, die Früchte da, die... Ich weiß gar nicht. Kiwi ist doch gut. Ja. Na, jedenfalls auf jeden Fall, der Mike ist auch bei uns und der Mike kommt bestimmt nochmal nach Hamburg hier und dann ist schon mal ein Video zu dritt oder zu wie auch mal, in welche Konstellation auch mehr. Auf jeden Fall. Nächste Frage. Wie viel Omega-3-Kapseln am Tag? Pro 10 Kilo Körpergewicht 1000 Milligramm. Aber über 100 Kilo dann ja, nicht mehr. Ja, 10 Stück, dann war ich immer 10 Stück richtig. Ja. Die Schätzung. Ja. Also den Schnittverbrauch hat 10 Stück, sag ich mal, so, wenn wir unsere Büchse da... Glaub, wenn man es genau nimmt. Wenn ihr jetzt nur 2 nehmt, ist es besser wie 0. Alles, was mehr wie 0 ist, ist sowieso dann in dem Fall gut. Aber man kann mit so einer Faustregel rangehen, pro 10 Kilo Körpergewicht 1000 Milligramm. Ja, dann ist auch noch wichtig, wie ich dir letztes Mal erzählt habe, die da Eichnussform, dass da das Verhältnis zwischen EPA und DHA gut ist. Und das ist ja bei unseren... Wir haben richtige Triglyceride-Kapseln. Also da müsst ihr mal googeln und mal euch damit befassen. Das hat schon was mit der da. Ich sage genau wie bei der Zink. Was haben wir? Nitroglycerin-Kapseln? Deswegen kommen wir mal Knallgas raus. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, ich sag mal so, die Qualität ist wichtig. Und die ist bei uns, bei unserem Produkt von Neosubs gut gegeben. Also auf jeden Fall verwenden. Also nicht, da gibt es schon was, wenn beim Butney oder beim Dings, da sind schon dann so... Wenn ich Produkte nicht unbedingt da ist. Wenn wir schon mal bei Produkte sind, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal für ein Produkt sehen würdet, wo wir mitwirken oder ich mitwirke oder Steve hat ja seinen schon. Richtig. Könnt ihr mal unten so als Anregung reinschreiben, was würdet ihr gerne sehen, was mein Konterfei mitwirkt. Dein Konterfei? Ja, sein Gesicht. Da verstehe ich das. Konterfei ist aber auch richtig oldschool. Digga, das steht der Inbegriff von OG. Ja, gestern habe ich gesehen bei Dings. Ich mache mal OG-Eiweiß. Ja, gestern bei William habe ich gestern gesehen, da meinte einer irgendwie ein schönes Antlitz oder so. Antlitz, ja, das Aussehen. Ja. Aussehen, genau. Ja. Hike Oats. Ja, genau. Hike Oats. Hike Oats. Oats. Hike Oats. Hike Oats. Hike Oats.
Ja, weil du Heiko bist. Heiko Oats. Oder Heiko Oats. Heiko Oats mit Heiko's Coats. Nee, von mir gibt es irgendwas mit OG. Original Gangster. OG. Ja, so, ja, genau sowas. Ja, jedenfalls so. Okay, weiter hier. Könnt ihr in Ostdeutschland ein Seminar organisieren, ähnlich wie das am Wochenende? In Ostdeutschland. Ostdeutschland, sagt er? Ostdeutschland. Ja, oh, können wir nicht, weil das können nur eure Studiobetreiber machen, weil die müssen uns ja buchen. Wir haben ja das Seminar nicht veranstaltet, ja, geführt. Das, in dem Fall hat das der Yasin gemacht von der McShape-Kette. Das war sehr professionell. Und Hammer. Also die Organisation, nochmal viele liebe Grüße an Yasin, wenn du das sehen solltest. Das war echt überdurchschnittlich, überdurchschnittlich. Also das war sehr, sehr professionell organisiert für die Athleten, wie für die Zuschauer. Also ich habe sowas, ich war nur schon bei vielen Seminaren gewesen, habe ich so noch nicht erlebt. Ne? Hat, glaube ich, auch eine Stange Geld gekostet, aber am Ende waren alle zufrieden. Also die Zuschauer und was mich total freut, Oldschool Kalle, war, ich musste am längsten am Stand bleiben. Da waren die anderen schon weg, ja. Da hatte ich immer noch Schlange. Ja? Ja. Und du, ihr wisst ja, was für Namen dort waren. Ja, natürlich. Ja. Ne? Also ja, das da. Und sowas geht dem Kalle sehr nahe. Aber war so, ich meine, was ich gesehen habe bei dir auf Instagram, soll sie ja auch sehr nahe gegangen sein, wo sie da deinen Trainer. Mal die Intro haben sie ja für jeden gemacht. Ja, nicht für jeden. Von jedem anderthalb Minuten. Wo dein Trainer lief. Trailer da gemacht, Alter. Das war Gänsehaut, geil. Bei das war jedem geil. Gänsehaut. Also, da war ja noch die so Videoausschnitte von Berlin Wall. Krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Hast du dir zeigt, wo so raus. Brutal. Ja, auf jeden Fall war geil. Also wenn, wie gesagt. Also wie gesagt, um nochmal auf die Frage zu gehen, wir organisieren das nicht, wir werden dort eingeladen, wir werden dort gebucht, wir Profis. Organisieren, tun das eure Studiobesitzer oder irgendwelche, die da vor Ort ansässig sind. Man kann das ja mal gucken. Mit unseren Chefs kann man ja, mit unser Uwe kann ja mal sowas, vielleicht hat er Bock, sowas zu organisieren. In Hamburg hier. Kann man so mal als Idee im Hinterkopf behalten. Du, ich, vielleicht laden wir noch den einen oder anderen ein, mit dem wir super gut klarkommen und dann machen wir auch sowas. Na, aber ja. Hamburg ist nicht Ostdeutschland. Das ist ja wohl Ostdeutschland. Das ist sich Ostdeutschland wünscht, immer die DDR. Ja. Ja. Wir beide sind aber ja kriegen wir hin. Ich weiß, dass da drüben eine große Bodybuilding-Fangemeinde ist und die Anfrage habe ich schon sehr, sehr oft bekommen, wie gesagt. Ich bin jetzt übrigens am, wenn ich nicht zur Arnold Classics fliege, bin ich wahrscheinlich am 1. März Wochenende in Jena beim Seminar und das ist ja Ostdeutschland, also wie Thüringen. Gesagt, checkt mal mein Instagram, dort werde ich noch einen Flyer reinmachen, also von den Veranstaltern, das ist Uta Köhler Spitzbart, ach so, und ja. Jens Spitzbart, da war ich auch schon, ja. Die das organisieren alles. Und wie gesagt, dort bin ich gebucht und dort habe das dann im kleinen Rahmen. Ne? Dann sind dann jetzt nicht die anderen Superstars mit dabei, aber den Kalle, den habt ihr dann schon mal da. Das ist ja schon mal geil. Cardio-Training nach HF oder eher nach Empfinden, Identität? Was ist denn nach HF? Nach HF. Herzfrequenz. Ach, Herzfrequenz, genau. Also. Ja, Cardio-Training nach Herzfrequenz. Ja. Definitiv, weil als junger Athlet bist du im 120er Puls im Fettbereich drin. Wenn du jetzt mit 160, 170 Puls arbeiten würdest, weil manche denken, die müssen dann besonders schmellen werden, die arbeiten dann Katabol, weil der Körper tatsächlich die Muskulatur sich selbst auffrisst sozusagen. Und Muskel hat einen niederen Brennwert wie Fett. Deswegen ist die Energiequelle, die der Körper dann nimmt, unter dem Stress Muskulatur, also schont eure Muskulatur, 120, das steigert sich mit zunehmendem Alter, dann 130, maximal 135 dann so in meinem Alter und da seid ihr im Fettbereich drin und ich würde nach Herzfrequenz gehen, definitiv. Also du sagst, im Alter ist es anders, ja. Ja, und wenn ihr jetzt nur Cardio-Training macht, nicht um Fett zu verbrennen, sondern einfach nur um fit zu bleiben, um euer Herz-Kreislauf-System zu bearbeiten, dann könnt ihr nach Empfinden gehen. Aber um jetzt eine Diät zu unterstützen, müsstet ihr nach Herzfrequenz gehen. Wo ist der deutsche Konkurrent außer Rühl zur aktiven Zeit? Gab's keinen. Ganz klar. Wassereinlagerung nach Flügen bekämpfen? Fragezeichen. Nach Flügen, Wassereinlagerung. Naja, also erstmal würde ich generell mit Blutverdünnern arbeiten. Also entweder haut ihr eine Thrombosespritze rein vorher oder esst einen Blutverdünner und trinkt halt viel da oben. Wenn ihr fliegt, weil normalerweise, ja, wenn ihr ausreichend Flüssigkeit die ganze Zeit vor und beim Flug zuführt und einen entsprechenden Blutverdünner dabei habt, solltet ihr jetzt nicht so große Probleme haben. Ansonsten natürlich kann man für die kann man jetzt auch Thrombosestrümpfe empfehlen, diese Fliegersocken, die man sich aber beim Fußorthopäden anfertigen lassen sollte. Es geht da um die straffe, also so angefertigte Fliegersocken, die kriegst du kaum drüber beim Anziehen.
aber die sind dann sehr bequem. Andererseits, wenn du Blutverdünner drin hast, brauchst du das eigentlich nicht. Ansonsten, wie gesagt, viel trinken, dass die Nieren arbeiten. Und vielleicht, wenn es dann zur Wassereinlagerung gekommen ist, an den Beinen jetzt meistens ist das ja der Fall, dann selber so ein bisschen Lymphdrainage machen, dass da der Fluss wieder freigegeben wird. Und das wäre jetzt, was ich da als Tipp geben würde. Also nicht so viele salzige Sachen fressen oder nicht so viel. Also das am besten, er haut sich dann extra so eine das Diazepan rein, dass er ein bisschen schläft, trinkt vorher genug und dann, dass man dann den Flieger praktisch gar nicht so viel ist. Als Bodybuilder, wenn du auf Wettkampf bist, dann ist ein ganz anderer Schnack. Aber ich denke mal, die war jetzt allgemein gerichtet und da muss man eigentlich nichts weiter achten. Ja, glaube ich so. Okay, gut, ja. Also Wettkampf-Bodybuilder ist eine ganz andere Geschichte. Da musst du natürlich einige Sachen beachten und und ja, will ich jetzt aber nicht drauf eingehen weiter, weil ihr seid keine Wettkämpfer, ihr wollt jetzt sowas. So, ich habe zum Beispiel eine geile hier, warte mal kurz, die war geil. Was gehört alles in einen Shaker? Das ist ein Insider von früher mit Jaco. Primo, Testo, Wachs und Deka. Alles gehört in einen Shaker. Das war damals so hier ist eine Frage, die auch interessant ist, der auch wieder fast so ein bisschen Heiko ist. Was haltet ihr von Simon Teichmann? Das ist der Typ, der hat mal so... Ja, völlig, spielt gar keine so Rolle. Da so gespielt. Spielt gar keine Rolle mehr neben so einem Menschen. Das sind so eine das sind so eine Blender. Mit sowas befasse ich mich gar nicht, weil das hat nichts mit meinem Lifestyle, mit meinem Leben zu tun. Ob der jetzt was über den Sport erzählt oder Peng oder in China fällt ein Sack Reis um. Das hat null Bedeutung. Mhm. Er hat clever verkauft, er hat sich die Tasche ein bisschen dick gemacht. Das ist dann immer so, was mich nervt, halt, dass so viele Leute auf den Blödsinn anspringen. Aber wie gesagt, das sind alles so eine Simon Teichmanns halt. Ne? Was soll ich sagen? Wie viel Gewicht hast du damals im Krankenhaus verloren bei der Verletzung? Oh, das ging relativ zügig, weil ich hatte ja dann diese Bandagen rum, diese langen Schnalldinger. Die konnte ich tatsächlich täglich enger schnallen. Das war mies. Also das hat an mir genagt. Ich weiß jetzt kilotechnisch nicht, was ich verloren habe. Es war aber enorm gewesen. Zumal ich mich auch hinterher nicht wirklich bewegen konnte. Ich bin da auf Krücken gelaufen mit Stelzen. Und ich durfte dann zu Hause irgendwann nach 2 Wochen die Stelzen mal abnehmen zum Duschen. Wo ich da in der Dusche gestanden habe, ohne Krücken wäre ich umgefallen, wäre ich zusammengebrochen. Gar keine Nullkraft. Also. Bist mit sowas ins Krankenhaus gegangen. Und das ging so schnell, hätte ich nie gedacht, dass sich Muskulatur so extrem schnell abbaut in den Beinen. Ja, und das hat sich ja bis heute erfolgreich so gehalten. Und aber wie gesagt, ich habe mich ja mit der Situation arrangiert und alles gut. Wie alt warst du zu der Situation eigentlich? Das war 2008 war das. Wie alt warst du? Jetzt bin ich 55, also rechne mal zurück, 38 und sowas. Okay. Ja, du bist ja aber Spätprofi geworden. Ich habe ja erst spät mit Bodybuilding angefangen. Mit 25 habe ich mit Bodybuilding angefangen. Mit 32 bin ich Profi geworden. Was hast du denn vorher so gemacht? Geskatet? Wo ich in die Schule gekommen bin, habe ich gleich mit Leistungssport angefangen. Leichtathletik und ein bisschen Boxen so. Mhm. Dann habe ich 3 Jahre Judo gemacht, wettkampfmäßig. Dann habe ich 6 Jahre Handball, Oberliga gespielt. Hast du ein paar Darns bei Judo? Kenne auch mal, aber Judo ist schon nicht schlecht. Wenn man Judo, dann kannst du einen schmeißen und so. Kannst ja so ein paar Leute schmeißen, kenne ich ja. Judo ist ja, auch auf der Straßenschlacht ist Judo auch... Orange, auch Blau, irgendwas. Kann man das gut verwenden, weil da kann einer boxen, wie er will. Wenn du da zack den schmeißt, dann liegt da eine Mülltonne zwischen den Tonnen, weißt du? Ja, Straßenhauen ist ja immer noch was anderes wie ein Ring. Wenn man dann mal jemanden zu fassen bekommt, ja, sicher. Also den kann man schon gut knebeln. Ich kenne Leute, die haben 6, also wie gesagt, wo ich in Schwerin damals da war, einer, der war schlank und rank, aber hatte 6. Dan, war auch auf ganzer Welt eben einer der höchsten. Der hat da unsere Bodybuilder, die machen so und er hat den Fups und dann lag der hinten an der Ecke. Aber im Umkehrschluss genauso. Ich habe auch gute Judokas gesehen. Ja, gut, ist klar. Da hat der Blitz eingeschlagen. Ja, natürlich. Da war er dunkel. Der Blitz. So, pass auf hier, ich habe auch noch Blitz. Blitzfrage. Wo warst du denn jetzt hier? Was denkt ihr beide über die neue und alte Bodybuilder-Szene? So, wir beide sind ja eigentlich so, oder du ja noch mehr, du hast ja die alte noch
oder wie ich schon, eigentlich ja ich auch. Ich habe die alte kennengelernt, wie wir schon gerade von alten Zeiten gesprochen haben. Das war natürlich, fand ich jetzt so selber besser noch, zumindest in Hamburg hier, da war es noch eine Meisterschaft gegeben. Ja, allen Ehren Klopf an Peter Paske, der hat das noch zu wie soll man sagen, standgehalten oder auf dem... Der hat dafür gelebt. Der hat dafür gelebt und hat das Hamburg hier... Das hast du auch gemerkt. Das Hamburg hier und damals war es auch noch ein bisschen alles an. Guck mal jetzt, wie viele Verbände es gibt, wie sie alle sich da streiten und das da, damals war das alles noch nicht so. Es war auch noch nicht so ein Business, wenn du so willst, ne? Wenn wir Maria Talks reden hier. Ja, weil es ja diese Social Media nicht gab halt. Genau. Und wo jeder Depp hat ja jetzt eine Stimme. Richtig. Und damals gab es halt nur die Meinung von den Cracks oder von den Leuten, die wirklich was zu sagen hatten im Sport. Die wirklich was erreicht haben im Sport, genau. Und heute kann ja jeder hin, so konnte seinen Quark und geistigen Wünsches ablassen. Und dann dadurch hat natürlich die Qualität enorm nachgelassen. Dann ist das Mindset der Leute heutzutage ein ganz anderes wie das von den Jungs damals. Weil heute hörst du nur noch, ja, du kannst dich da verletzen und da kann was passieren und davor habe ich Angst. Und die Scheiße hatten wir damals gar nicht im Kopf. Die gab es für uns gar nicht. Also für mich. Ja, für mich gab es sowas nicht. An Verletzungen denken oder wegen irgendwas vorsichtig sein, das gab es nicht. Ich bin immer rein und habe Krieg gemacht mit den Scheißgewichten. Und ist so. Also das waren immer mehr. Ja, aber der war ja auch eine andere. Ist ja genauso, wie gesagt, ob das Training ist. Ja, aber wenn ja, ja auch, hast du ja auch da. Das Einzige, was halt heutzutage, man muss sich halt mit diesen neuen Leuten arrangieren, weil wir leben ja nun mal nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Und dann stoßen manchmal so ein bisschen oder prallen verschiedene Meinungen oder Welten aufeinander. Ist ja tatsächlich so. Die neuen Leute sagen immer, ja, der Oldschool, scheiße, ihr lebt in eurer scheiß Welt, aber die hat halt funktioniert, die scheiß alte Welt. Und wenn du heute guckst, dann wird dann lieber das Niveau generell abgesenkt, um das zu rechtfertigen, dass halt nicht mehr so eine Brocken entstehen. Und das ist, wie gesagt, nicht von der Hand zu weisen, es ist so. Auch wenn sich die Jungs bemühen und ihr Bestes geben, aber so das Mindset von einem Rühl und von einem Kalbach, wenn das mal wieder in einem Typen wäre, der die Voraussetzungen mitbringt, sowas würde ich mir mal wünschen wieder. Weißt du, dass man wirklich so ein absoluter Krieger hervorkommt, der bedingungslos marschiert und egal, was da in Zukunft ist. Guck mal, die haben mir damals auch gesagt, Kalbach, du klaust dir nach hinten raus Jahre. Ja, gut, scheiß drauf, dann ist es halt so. Und, klaust dir nach hinten raus. Ne, was, ich will, weißt du, als Mann habe ich habe da sowieso so eine ganz spezielle Einstellung, die will ich jetzt auch nicht, dass die jeder teilt. Im Gegenteil, um Himmels Willen sogar. Aber bei mir war es immer so, ich kann ja nur von mir reden. Bei mir war es halt so gewesen und bei mir war das scheißegal alles. Ne? Hopp oder top. Es gab nur Hopp oder top. Und entweder man zieht's durch oder man bricht weg vorher. Ja. Und ich habe es halt durchgezogen. Und anders ist es, ich kann nur wieder sagen, anders ist es nicht möglich, dorthin zu kommen, in diese Sphäre, in diese Region, wo man sich körperlich aufgehalten hat, mit Vorsicht und mit Nachdenken und mit vielen Sachen nebenher, geht das nicht. Ne? Ich habe sicherlich auch sehr, sehr viel Glück gehabt mit vielen Sachen, also von äußeren Einflüssen, was Geld verdienen anging und dass ich das wirklich so als Amateur schon professionell durchziehen konnte alles. Aber dafür habe ich halt gesorgt, das hat mir auch keiner geschenkt. Ne? Dafür musste ich Sorge tragen, dass ich das so umsetzen kann, wie es nötig ist, um meinen Weg zu gehen. Vielleicht das mal so zu sagen. Aber so, wie gesagt, was ich nochmal sagen würde, das eine ist ja, wie gesagt, weil er sagt, die Szene und die Szene, wie du schon sagst, so nicht in den Seminare, jetzt wie du jetzt, auf denen du am Wochenende warst, sind ja, wie du schon selber sagst, weniger. Ja. So, und da, wie gesagt, was auch weniger ist, ist ja auch so weil man halt auch unter Umständen eventuell Masse macht bei sowas. Ne? Ich weiß nicht, ob der Yasin sich jetzt so die Beutel damit dick voll gemacht hat. Im Gegenteil. Und das war ja bei Peter Paske auch so. Der hat ja manchmal auch wahrscheinlich. Der hat ja flexibler. Die leben das. So. Und so Leute gibt es immer weniger. Die rechnen alle nur noch. Das ist weniger geworden in der Szene. Das ist in der Szene ein bisschen weniger geworden. Das kann man nachvollziehen. Das war ja schade. Wie gesagt, solche Leute sollte man dann hervorheben. So wie Joe Weider damals. Oder wie Peter Paske, das war so der hamburgische Joe Weider und
Sowas gibt es, solche Leute gibt es halt. Oder damals war es, glaube ich, da unten der Walter Klock, glaube ich, noch und so. Mhm, genau. Solche Leute, so eine, die das, wie du schon sagst, gar nicht so wegen Geld verdienen machen, sondern einfach, weil sie Bock drauf haben und es geil. Den Sport geliebt haben. Den Sport geliebt haben, ja, und nach vorne bringen wollen. Ne? Ja. Das ist alle zusammenbringen. Schade bisschen noch. Ne? So, also wie gesagt, solche Veranstaltungen wie am Wochenende, das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich freue mich da wie ein kleines Kind drauf, das glaubst du gar nicht. Ja. Ich nehme das noch auf. Es gibt ja manche, oh ja, hoffentlich ist gleich rum und so. Nee, im Gegenteil. Ja, also ich versuche bis zum Kannst letzten. Kannst du da sagen, wer das war? Wer das sagt? Nein, aber kannst du dir verraten? Oder die? Hast du ja manchmal so Veranstaltungen, die dann halt, wo die Leute sich das Geld einstecken wollen und schnell wieder weg, ne? Aber ich versuche halt auch einen kleinen Mehrwert dazulassen für die Leute, ne? Weil ich will ja auch was zurückgeben. Meinen Fans, Follower, da sitzen ja Leute, die von weit angereist sind, die Geld bezahlt haben, um unter anderem mich zu sehen, ne? Wie die anderen Leute. Ja. Und dafür bin ich dankbar. Also das ist. Und dann stehe ich bis zum letzten Mann an meinem scheiß Stand. Und hör nicht vorher auf, ja, ist gut, dass jeder so ist es oder jedem gerecht werden so, ne? Also hört euch das an, das, Fibo. Ja, das machen die Leute schuldig. Der Heiko stattet ihm Besuch an, der freut sich, der speist mir, euch nicht ab. Bloß in Ruhe bei der Fibo. Da muss ich ganz verstehen, ey, da so eine Füße. Da bin ich mit mir selber beschäftigt. Ich weiß, war so geil. Nein, morgens das Frühstück so, wir alle schön gefrühstückt. War richtig geile Zeit. Oder? Also ich hoffe mal, wenn ihr euch das wünscht, schreibt es an unseren Chef Uwe bitte. Wenn ihr sowas wollt, wie so eine Art, dass wir viel so Art Big Brother oder ein bisschen so, dass man da gefilmt Hallo? Wird, dass man da, nee, war, wenn ich das so überlege, an unsere Bude da. Wir hatten eine richtig geile Bude damals. Jeder morgens sein Frühstück. Kalbach hatten wir noch, oder abends hast du dir so eine Kartoffel da noch gemacht und so ein paar Sachen. Oder morgens sein Frühstück habe ich gesehen, immer war geil und so. Dann sind wir alle mal losgefahren mit dem Auto, bei dir bin ich am meisten mitgefahren, das hat schon Spaß gemacht. Und wie gesagt, Heiko war auch wirklich einer so, der wie er schon sagt, der am an der Fibo am Stand sich über die Leute gefreut hat und dann auch das, denen auch genau den Respekt, den sie mitgebracht haben, zurückgegeben hat. Und das habe ich selber auch als selber früher. Ich hab sogar die meisten Autogramme da verkauft. Ja, unterschrieben. Genau, er war echt so. Also wie gesagt, Heiko war da wirklich. Und da freue ich hatte mich. Da richtig Ansehen und wirklich hat richtig viele. Und man hat Heiko auch angesehen, dass er auch wirklich richtig viel Spaß dabei hat. Und das finde ich geil und das kann ich mir auch selbst sehen. Das letzte Interview bei der letzten FIBO auf ProSieben hier bei TV Total. Ja, das war auch, ja genau. Das, also wie gesagt, oder du hast auch ein paar ehrliche Interviews geführt hier, weißt du, noch mit Onkel Bob oder mit dem anderen, mit Gannikus und so. Das war schon geil. Also wie gesagt, Heiko ist ja auch immer einer, der nicht das Blatt vom Mund nimmt. Und das finde ich halt geil, das wie gesagt. Also wir freuen uns, wenn ihr uns auf FIBO besuchen kommt. Kommt vorbei, Smile Rocks. Es lohnt sich. Wann standest du am kürzesten vor einer Mr.O-Qualifikation? In Ungarn, wo sie mich so beschissen haben. Zweiter bist du geworden, ne? Fünfter. Ich hätte Erster oder Zweiter werden müssen. Und Fünfter bin ich dann geworden in Ungarn. Da gibt es doch ein schönes Video. Nee, Zweiter bist du in Australien geworden, ne? Nee, da in Australien hat Ronny Rockel die Priest geschafft. Ach so, okay. Ach so. Aber warst du nicht irgendwie auch mal... Ich war auch da, aber... Ja. Ah, da warst du auch gut. Da hast du gut ausgesehen in Australien. Naja, also. Ich habe eigentlich immer gut ausgesehen. Aber die wollten halt meine Fresse nicht haben. Nee, was wollte ich sagen? Ja, in Ungarn, wie gesagt, da war ich am dichtesten. Da ging es auf dem Grand Prix mit ein Pavel Jablonski. Ja, nee, Jablonski. Jablonski, ja. Die ganze Zeit um 1 und 2, das haben ja auch die drei deutschen Judges nach dem Prejudging gesagt. Und dann wurde alles zerrissen und neu geschrieben und dann bin ich irgendwie Fünfter geworden. Das ist heute auch noch so? Ach, um Himmels Willen. Nee, die haben mir das dann auch erklärt, wieso, weshalb, warum. Dann gibt es ja noch ein Statement, kam der Vice President zu mir, Randy Miller. Ja, ist das, ja. Und die Story kennen ja viele auch. Leider gibt es ja nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich Top 10 fähig war für Olympia damals zu meiner Zeit, aber leider nicht, auch wenn es im hinteren Bereich war, der Totent, aber leider wollten die meine Fresse da nicht sehen, aus welchen Gründen auch immer. Und wie gesagt, selbst Markus und Ronny Rockel, die hatten es ja sau schwer gehabt und wurden auch oftmals um Plätze betrogen. Aber so ist das Profi-Game und wer damit nicht klarkommt, der sollte versuchen, das jetzt gar nicht zu machen. Du kennst es ja selber auch am besten, ne, da werden um 1, 2, 3 Plätze gemauschelt. Immer mal, ja. Da muss man sich im Mund abputzen, klar schluckt man erstmal. Weil jedes Mal denkt man, ja, jetzt hat's geklappt und dann kriegst du wieder in die Fresse. Da die richtigen Typen, die stehen immer wieder auf und hier sitzen zwei richtige Typen und dann geht's weiter, wird der Mund abgeputzt und dann muss ich halt mehr machen, muss ich noch mehr machen. Irgendwann kommen sie an mir nicht vorbei, ne? Bloß dann darf man natürlich zwischendurch auch nicht mit dem Go-Kart fahren und sich die Quadrizep abreißen.
Naja, gut, wie auch immer. Ich würde sagen, lassen wir mal stehen so. Vielen Dank fürs Vorlesen. Kein Problem. Fürs Unterstützen. Kein Problem. Steve, danke, dass du Zeit für mich gefunden hast. Werden wir jetzt öfter, wenn ihr das gerne, wie gesagt, willst du noch irgendwas loswerden? Aktionstechnisch. 4-3, 3-2, 1-2. Das ist ja wie ein Puff, Alter. Ja. Ist das da so, ja? Flatrate. Echt? So ein Puff kenne ich nicht so, Alter. 2-3, 3-2. Ich nehme mal mit. Ich dachte flotter Dreier. Na, jedenfalls vier Dosen Isolat könnt ihr kaufen und nur 3 bezahlen. So sieht's aus. Demnächst. Also bei uns hier. Beim Smile, bei uns. Einer fragt auch noch so. 4 dürfen sie bezahlen und 3 bekommen sie? Ja, so gut, oder? Umgedreht, ja, wenn sie 3 bezahlen und 4 bekommen. Aber für uns besser, wenn sie uns das Geld geben. Ne? Ihr müsst dicke Muskeln kriegen und viel Erfolg dabei auf alle Fälle. Ich sag schon mal Peace and Love and Roll. Bis zum nächsten Mal. Nächste Video von mir ist Steve mein Gast beim Kochen und Q&A. Was kochen wir? Das verraten wir noch nicht. Das soll ja dann auf dem Video kommen. Bodyfraß. Einfach Bodyfraß. So wie Wettkämpfer. Wir können auch runterschreiben, was wir kochen. Vielleicht. Nein, ja? wir machen nicht schön. Ja? Wir machen den Müll, den wir gefressen haben. Okay. So ist das ganz simpel. Also bring mit den Döner nächsten Tag. Genau. Ja. Bringst das Kalb mit, dann hackst du es gleich. Ja, nee, ist besser. Die Machete noch mit die Mitte und dann zzzz, genau. Okay. Also, tschüss. Bis dahin, ciao.